Aloha und willkommen zurück zu einer neuen Demo. Heute spielen wir Paleo Pines an. Und ich habe nicht wirklich viel Ahnung von dem Spiel, was uns erwartet. Aber ich sehe kleine süße Dinos und ich bin bereit. Ich hoffe, ihr auch. Charaktereditor. Ah, da wären es wohl doch 3 Folgen. 2 davon im Charaktereditor. Ah, doof aber auch. Okay, ein neues Abenteuer beginnt. Willkommen in Paleo Pines, eine friedliche Insel voller Dinosaurier. Ja! Oh. Erstell mir erstmal deinen Charakter. Neue Kleidung kannst du später noch kaufen. Also entspann dich einfach und such dir was Nettes aus. Oh, das hört sich sehr, sehr gut an. Nehmen wir mal Kellerbräune. Ich versuche mich zu beeilen. Okay, wir wollen ja genug auch von der Demo sehen. Oh, da hinten im Busch, da ist ein kleiner Dino, der darüber luschert. Jetzt ist er weggerannt. Oh Gott. Okay. Ellie, reiß dich zusammen. Reiß dich zusammen. Okay. Oh, es gibt hier auch noch mehr. Ja, ich finde... Ja, also ich glaube, ich finde das Grün schöner. Was haben wir hier sonst noch? Haarfarbe. Ich bin ja eigentlich... Bin ich ja so ein Dunkelblond. So Dunkelblond gibt es hier aber nicht. Gibt nur Blond. Das Blond sieht aber auch nicht sehr blondig aus. Okay, könnte auch am Licht liegen. Hier ist ja alles gerade sehr matt. Und sehr abgeflacht. Okay. Vielleicht nehmen wir einfach die Farbe von meinem OC. Ich laufe ja gerne auch mal mit Pixel-Avatar, zumindest in meinen Streams rum. Und die hat so ein schönes Grün als Haar. Wir können aber was ganz anderes machen, was Wildes. Aber ich finde das Grün schon schön. Dann müssen wir die Augenfarbe nochmal ändern. Das ist nämlich eher so... So. Mhm. Jetzt noch eine schöne Frisur. Oh, das sieht halt schon echt süß aus. Das ist so knuddelig, das Spiel. Das ist ja Wahnsinn. Oh, warte. Wir haben hier ja eigentlich noch mehr. Mhm. Ich glaube, ich nehme die Kurzhaarfrisur. Die hier. Was haben wir hier noch so schönes? Klamottentechnisch. Haben wir irgendwas Schwarzes? Mist. Ich trage halt normalerweise einfach nur Schwarz auf Schwarz mit Schwarz. In verschiedenen Schwarzabstufungstönen. Okay. Dann nehmen wir das hier und unten drunter. Ich weiß nicht. Vielleicht einfach so eine. Oh. Na, wobei irgendwie. Ah, fühle ich nicht. Die Hose fühle ich nicht. Aber sonst auch, das klappt auch mit den Haaren. Guckt mal. Das würde auch mit den Haaren klappen. Ich spiele übrigens mit Controller. Das funktioniert ja nicht immer bei jeder Demo. Aber anscheinend gibt es hier schon Controllersteuerung. Deswegen probieren wir sie doch aus. Und wenn nicht, können wir immer noch auf Maus und Tastatur switchen. Das haben wir ja bei Novaland. Haben wir das auch gemacht. Was ist das hier? Achso, mit so einer Schürze. So einer kleinen. Süß, aber nicht meins. Ich bleib bei der grünen Hose, glaube ich. Ja. Oh, es gibt auch noch... Oh, es gibt eine Latzhose. Oh. Das war übrigens ein positives Oh. Oh, das finde ich schon... Ach, das ist auch schon sehr süß. Oh Gott. Oh, mit der Jacke. Okay, ich mag die kompletten Outfits hier sehr, sehr gerne, muss ich gestehen. Ich finde das hier sehr, sehr toll. Das hier, das Grüne. Und ich finde aber auch das hier sehr, sehr schön. Ich mag diese Jacke. Ich mag die Jacke sehr gerne. Verdammt. Okay, dann brauchen wir auch noch Schüchchen. Was haben wir denn hier so für Schüchchen? Wenn es die Gummistiefel jetzt noch in Gelb geben würde. Nehmen wir Blau, weil unser Kleidchen ist blau.
Aber wenn es die noch in Gelb geben würde oder in diesem dunklen Blauton von der Jacke noch, dann wäre das perfekt. Ich meine, ja, Grün geht natürlich auch. Wir haben ja sehr viel Grün. Das Grün widerspiegelt sich ja in unseren Haaren, in unseren Pulli oder was wir darunter noch haben. Aber ich glaube, ich nehme das Blau. Ich glaube, das ist nicht schöner. Ja, ja. Ja, wir sind durch. Wundervoll. Wie sieht es mit ein bisschen mehr Bräune aus? Nee, ich bin schon Kellerkind. Nehmen wir so. Mein Name lautet Ellie. Perfekt. Jeder Dino mag einen anderen Geschmack. Im Journal kannst du deinen Lieblingsgeschmack und dann war es weg. Okay. Dino-Ei? Oh. Oh, so ein kleiner Dino geschlüpft. Ich ab in die Wanne mit dir. Oh wow, oh, großer Dino geworden. Oh, du passt auch gar nicht mehr richtig in die Wanne. Und auch nicht mehr unters Bett. Oh nein. Wir sind da, Paleo Pines. Oh, Lucky. Es ist genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja. Nun, vielleicht nicht genau so. Es ist schon ein bisschen heruntergekommen, aber... Ach, du hast recht. Wir kriegen das schon hin. Hatte B gedrückt, um abzusteigen. Aber vielleicht will ich gar nicht absteigen. Ach, na gut. Puh, es war ein langer Tag. Aber wir sind dran geblieben. Gut gemacht, Lucky. Ja, oh, wir können Lucky streicheln. Pat, Pat, oh. Hier, lass mich ein Leckerli für dich suchen. Du musst hungrig sein. Okay, ich habe Inventar. Ist das unser... Saftiger Poppin. Ein saftiger Poppin, der den Appetit anregt. Ist das ein Leckerli für dich? Hier. Guck mal, was ich habe. Hm. Tut mir leid, Mädchen. Das war der letzte. No. Nun, ich habe sie nicht alle gegessen. Oh. Okay, und jetzt können wir uns hier so rumbewegen und uns mal hier so ein bisschen umschauen. Was können wir denn hier überhaupt alles machen? Ja, so ein bisschen runtergekommen ist das wohl wirklich. Das stimmt wohl. Können wir... Vielleicht sollten wir auch einfach erstmal dahin gehen. Dip, 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 dip. Was hast du gefunden, Lucky? Oh, sieht gemütlich aus. Genau wie dein alter Schlafplatz. Und ciao, da ist sogar ein Traumstein. Apropos Schlafplatz. Es ist Zeit für mich, mir auch eins zu suchen. Gute Nacht, Lucky. Können wir dich bei Lucky schlafen? Na gut, wir haben ja da ein Haus, ne? Sollten wir uns vielleicht auch mal zum Haus bewegen? Oh oh, da ist etwas vor die Leiter gefallen. Vielleicht kann Lucky mir helfen. Wie hilft mir Lucky? Geröll? Das kriege ich nie selbst bewegt. Hoffentlich ist Lucky noch wach. Okay. Oh, wir können auch schneller rennen, ein bisschen. Hi. Tut mir leid, Lucky. Ich weiß, dass du müde bist. Aber ich brauche deine Hilfe, damit ich auch schlafen kann. Geht ganz schnell. Versprochen.
Okay, gehe auf Lucky zu und halte A gedrückt, um aufzusteigen. Okay, bin drauf. Drücke A, um das Geröll zu entfernen. Ich sagte doch, es würde schnell gehen. Ja, wir haben nicht gelogen. Das stimmt wohl. Ach, du hast recht. Erst ausruhen, morgen weiter erkunden. Mist, ich wollte es ausprobieren. Was ist das hier? Das ist auch irgendwas. Naja. Wie war das mit B absteigen, ne? Ja. Gute Nacht, Lucky. Diesmal aber wirklich. Was ist das? Schläfst du im Stehen? Oh. So, geh zur Leiter und drücke was? A, um ins Bett zu gehen. Ja. Fortschritt speichern ist bei mir ins Tagebuch schreiben, okay. Können wir auch machen. Spiel gespeichert. Ja, natürlich will ich weiterspielen. Achso, aber das können wir dauerhaft immer wieder machen. Nein, gar nichts. Oh, ich war aus Versehen am Briefkasten dran. Ne? Warte. Und jetzt einmal schlafen gehen. Guten Morgen, Lucky. Okay, Lucky ist noch da. Alles gut. Nächster Punkt. Frühstück. Na, hallo. Dich? Oh. Oh Gott, hallo. Wer seid ihr denn? Siehst du? Owen? Manchmal muss man einfach den Spuren folgen und schauen, wohin sie einen führen. Ich werd verrückt. Marie, siehst du das? Ich sehe es, aber ich glaube, meine Augen spielen mir einen Streich. Ist das ein echter Parasaurolophus? Ihr Name ist Lucky. Sie ist eine echte Schönheit. Entschuldigung, das ist über mich gekommen. Ich meine, sie ist natürlich eine echte Schönheit. Siehst du, ich habe doch gesagt, dass es die Eile wert ist. Als ich die Spuren zum ersten Mal sah, wollte ich gleich lossprinten, aber ich habe mich zurückgehalten. Ich sagte mir, Marie, nicht ohne Owen. Selbst wenn er eine Stunde braucht, um seinen Kram zusammenzusuchen. Das war doch gar keine Stunde. Nein, du hast recht, es waren eher zwei. Vorbereitung ist die halbe Miete. Jedenfalls ist es mir ein Vergnügen, dich kennenzulernen und deinen Parasaurolophus. Wir haben keinen mehr gesehen seit... Eigentlich haben wir noch nie einen gesehen. Aber ich dachte... Oh! Du bist doch nicht nach Paleopines gekommen, weil du auf Herden von Parasaurolophus gehofft hast, die durch die Hügel galoppieren. Jetzt aber mal halblang. Es gibt hier doch welche, oder? Zumindest glauben wir das. Marie, hast du Spuren gesehen? Nun, sicher, aber mehr auch nicht. Sie tauchen von Zeit zu Zeit auf, also müssen sie hier irgendwo sein. Stell dir vor, ein echter Parasaurolophus, der direkt hier im Viridian Valley lebt. Moment, du hast doch vor, hier einzuziehen, nicht wahr? Ja, ja und ja oder tausendmal ja. Ja und ja.
Jeha, neue Nachbarn. Owen, hast du etwas mitgebracht, das als spontanes Einweihungsgeschenk herhalten könnte? Nun, ich hatte nur Zeit für eine spontane Feldstudie zu packen. Also drei von allem und genug Kleidung für einen Monat? Ich habe zufällig genau das Richtige. Echt jetzt, Owen? Eines deiner Journale? Ah ja, zufälligerweise habe ich zwei leere mitgebracht, für den Fall, dass wir etwas Bemerkenswertes entdecken. Und das haben wir ja auch. Vertrau mir, wenn man eine Farm gründet, muss man sich eine Menge merken. Und wenn man es sich aufschreibt, vergisst man es nicht. Ja, das stimmt. Es ergibt sogar Sinn. Hier, ich habe auch etwas für dich. Eine Tasche voller Futter für Pflanzenfresser. Ach, mein Gott, ich bin schon wieder ich. Also, Entschuldigung. Eine Tasche voller Futter für Pflanzenfresser? Mehr habe ich nicht dabei. Außerdem sieht dieser Parasaurolophus sehr hungrig aus. Und ein Journal schmeckt nicht besonders. Ach, du wärst überrascht. Owen? Owen, willst du uns etwas erzählen? Wie viele von deinen Büchern hast du schon gegessen, statt da reinzuschreiben? So als Snack für zwischendurch, hin und wieder mal so eine Seite aufessen? Nom. Das gehört zu den besten Futtersorten für Pflanzenfresser, die man kaufen kann. Frisch von Collins Raritäten im Überfluss. Wenn du mehr davon oder etwas anderes suchst, schau in Purple Plaza vorbei. Da ist nicht weit weg. Das ist nicht weit weg und es gibt alles. Oh, schau unbedingt bei Marlo vorbei. Er wird dir alles besorgen, was du brauchst, um diesen Stall und den Rest deiner Farm zu reparieren. Owen, wie unhöflich. Was denn? Schau dich doch um. Das ist doch ein Chaos hier. Wir sollten lieber gehen. Tut mir leid wegen Owen. Was habe ich denn gesagt? Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und viel Glück beim Einzug. Ja, viel Glück und vertrau mir, dieses Journal wird dein neuer bester Freund. Zweitbester Freund. Also, dann tschüssi. Okay, interessant. Die haben auch ihre Dinos. Aber true, auf dem Flyer stand, dass es mehr von denen hier gibt. Okay, drück Blub, um das Journal zu durchschauen. Wir haben Dinosaurier, 1 Helfer, 0 Freunde, 0 Bewohner. Okay. Lucky benötigt Aufmerksamkeit. Oh. Wir haben jetzt gerade Vormittag, Jahreszeit ist Triassea. Und es ist leicht bewölkt. Okay. Ah, hier haben wir unsere Questen. Gib etwas Futter in Lucky's Trog, besuche Purple Plaza. Ich sag immer Plaza, Mann, es tut mir leid. Kaufe Futter für Pflanzenfresser bei Carolyn und sprich mit Marlo. Aha. Finde die Parasaurolophus. Und frage Owen nach dem Parasaurolophus. Okay. Erstmal Lucky. Lucky will was essen. Wir haben hier dieses super-duper Pflanzenfresser-Futter. Oh, ja. Achso, ich habe da direkt alle 5 reingepackt. Ja, aber nicht alles auf einmal, ne? Ich würde dich gerne... Ja, ich will dich patten. Ach. Brave Lucky. Jetzt müssen wir aber mal gucken, ob wir das hier nicht alles irgendwie Geröll wegmachen. Stufe von Lucky wurde erhöht. Sehr schön.
Au, oh, aber Luckys Ausdauer sinkt da ganz schön dolle. Ich weiß natürlich nicht, ob wir die irgendwie wieder auffüllen können. Oh, doch, sie ist gerade wieder aufgefüllt. Wahrscheinlich, weil Lucky ein Level up hatte. Warte, hier ist aber noch mehr Geröll, oder? Denn einmal das. Gehört das auch noch zu Geröll? Das ist kein Geröll, okay. Hier ist sonst nichts. Okay, bei Lucky ist es zumindest schon mal schön. Da hinten ist eine Kiste. Okay, Lucky hat jetzt keine Lust mehr. Ich selber kann, glaube ich, nichts machen. Ansonsten habe ich hier eine Karte. Da ist zumindest mein Zuhause eingekreist. Oh, da hinten ist so eine Windmühle, so eine bunte. Ich werde einfach hin können. Habe ich denn hier noch eigentlich was zu tun mit Lucky? Besuche Pebble Plaza. Kaufe Futter für Pflanzenfresser. Aber wir haben doch noch gar kein Geld. Oh, warte. Das war irgendwie komisch. Ach, das ist einfach nur Lagerraum. Okay, hier können wir Stuff reinpacken. Packen wir Stuff rein. Ah, vielleicht sollte ich Lucky mitnehmen. Es könnte ein ganz schön langer Weg werden. Ah, okay. Lucky. Lucky, ich brauche dich. Oh, ich habe auch Ausdauer, die dann auch runtergeht, wenn ich renne. Okay. So. Viridian Valley. Okay. Oh. Oh, es gibt hier so, oh Gott, so viele süße Dinos. Hallo? Was macht ihr? Okay. Interessant. Ich bin auch noch gar nicht genau sicher. Wir müssen... Müssen wir weiter hoch? Oben ist auf jeden Fall... Also wenn wir weiter hochlaufen, ist auf jeden Fall Owen dort. Weil wir sollen ja eigentlich nicht hierher... Hier ist doch ein Wegweiser. Lass mich doch mal gucken. Über die Brücke nach Pebble Plaza. Okay. Also dann doch zur Brücke. Hier ist doch so ein Stein. Kann ich hier nochmal ganz kurz runter? Kann ich den mitnehmen? Ich habe den großen Traumstein mitgenommen. Mach dir Notizen, in denen du das Journal ausrüstest und A gedrückt hältst. Warte. Aber so ist doch das Journal ausgerüstet, oder? Ah nein, so und jetzt. Ah, Klee entdeckt. Warte, man kann hier ja so viel machen. Ich würde aber fast sagen... Es reicht leider schon für diese eine Folge und wir werden wohl noch eine zweite oder vielleicht sogar eine dritte mit ranhängen. Ich würde es gerne noch ein bisschen weiterspielen. Wir sind ja jetzt erst hier so richtig reingelandet. Ja, also würde ich behaupten, wir sehen uns bei einer nächsten Folge wieder. Dankeschön fürs Zuschauen und bis dann. Ciao.